Wie heißt es doch so schön? In der Kürze liegt die Würze. Nun, kurz ist unser Kia Picanto in jedem Fall, bei gerade einmal 3,60 Meter Außenlänge. Ideal also für die Stadt. Unser Testwagen im ADAC Autotest heute fährt zudem bivalent, das heißt, er kann sowohl mit Autogas als auch mit Benzin betrieben werden. Ob der kleine Kia auch wirklich genug Pep hat und vor allem Qualitäten, um im ADAC-Test zu bestehen, das soll uns heute der Picanto 1.0 LPG beweisen. Erst im Mai 2011 wurde die zweite Generation des Kia Picanto in Europa präsentiert. Der Wagen, der im südkoreanischen Seosan gebaut wird, trägt das neue Kia-Design mit großem Lufteinlass im wuchtigen Frontstoßfänger und den weit nach hinten gezogenen Scheinwerfern. Eine ausgeprägte Bügelfalte gibt der Seitenansicht des Wagens mehr Ausstrahlung und verleiht sogar etwas Sportlichkeit. Sportlichkeit stand bei der Motorenentwicklung für den Kia Picanto nicht im Vordergrund. Momentan sind drei Aggregate im Angebot, zwei Benziner mit 69 und 85 PS und ein Autogasantrieb, wie in unserem Testwagen hier. Der holt aus einem Liter Hubraum 82 PS und bietet ein maximales Drehmoment von überschaubaren 94 Newtonmetern. Der Picanto LPG hat einen 35 Liter Autogastank und zusätzlich einen 10 Liter Benzintank, falls mal gerade keine Autogastankstelle in der Nähe ist. Mit beiden Tanks zusammen kommt der Kleinstwagen etwa 700 Kilometer weit. Das ist ganz ordentlich. Der Autogasmotor ist keine Umrüstung, sondern ein speziell entwickeltes Aggregat, was sich auch beim Verbrauch bemerkbar macht. Im ADAC Eco-Test genehmigt sich der Picanto 6,7 Liter Autogas auf 100 Kilometer. Ein guter Wert. Der CO2-Ausstoß liegt bei 105 Gramm pro Kilometer. Damit erreicht der Kia Picanto 1.0 LPG 4 von 5 Sternen im ADAC Eco-Test. Schon die erste Generation des Kia Picanto wurde für sein ausgeglichenes Fahrwerk gelobt. Und auch der neue Picanto fährt sich einwandfrei. Die Federdämpferabstimmung ist Kia gut gelungen. Die Lenkung wünscht man sich etwas direkter und mit mehr Feedback. Aber das Innengeräusch dagegen geht völlig in Ordnung. Und auch die Schaltung, die 5-Gang-Handschaltung, kann jetzt völlig zufriedenstellen. Plötzliches Ausweichen beim ADAC-Test lässt der Picanto gutmütig über sich ergehen. Der Wagen lässt sich gut kontrolliert um die Pylonen steuern. ESP gibt es leider nur gegen Aufpreis und das lediglich in den gehobenen Modellen. Bei einer Vollbremsung aus 100 km/h steht der Picanto erst nach 41 Metern. Im Innenraum des Kia Picanto finden wir viel Plastik, das leider nicht die höchste Qualitätsanmutung hat. Das Cockpit ist aufgeräumt, alle Bedienelemente sind bedienerfreundlich angeordnet. Eine Klimaanlage kostet Aufpreis. Ordentlich Platz gibt es hingegen serienmäßig, sowohl auf den Vorder- als auch auf den Rücksitzen. Der Kofferraum ist mit 120 Litern allerdings nicht unbedingt für den Großeinkauf am Wochenende geeignet. Allerdings kann man die Rücksitze umlegen und erhält so einen Stauraum von 495 Litern. Die Rundumsicht im Kia Picanto ist gut, nur die C-Säulen sind etwas breit geraten. Pikante Details bietet der neue Kia Picanto zwar nicht, aber man erhält mit ihm einen soliden Kleinwagen, der gute Platzverhältnisse bietet und zudem in der Autogas-Variante die Haushaltskasse schont. Unser getestetes Fahrzeug in der höchsten Ausstattungsvariante Spirit kostet in Verbindung mit dem Autogasantrieb ab 13.290 Euro. Und das Besondere dabei, 7 Jahre Garantie bis 150.000 Kilometer sind schon inklusive. Wenn Sie mehr über den neuen Kia Picanto 1.0 LPG und andere Autos im ADAC-Test erfahren wollen, schauen Sie einfach ins Internet unter www.adac.de.